Hallihallo, liebe Freunde, und herzlich willkommen zurück in Pferdings Leben. Wir sind wieder fleißig dabei. Wir lassen das hier jetzt alles mal erstmal auf uns ein bisschen wirken, diese ganze Autobahngeschichte. Da habe ich leider noch gar kein Feedback von euch bekommen. Das liegt aber eigentlich daran, dass ich schlicht und ergreifend noch nicht geguckt habe. Ja, beziehungsweise die Folge noch gar nicht draußen ist und deswegen. So. Ich habe jetzt Folgendes vor, und zwar ich möchte hier einen zweiten Kreisel eröffnen, der gleich eine Autobahnsektion hat. Das heißt, wir werden jetzt hier ein bisschen noch einen inneren Kreis bauen. Der darf aber ein bisschen, der muss ein bisschen kleiner sein, sonst wird das nichts. Sollte vielleicht auch ein bisschen halbwegs schön sein. So. Dann gehen wir nämlich hier mit einer Autobahnauffahrt drauf. So, schauen wir mal, ob wir das so hinbekommen, dass es hübsch ist. Na komm. Ja gut, dann machen wir es halt manuell. Ach komm. Echt jetzt? Das ist ja doof. Warte mal. Gehen wir weiter außerhalb rein. Na komm, also irgendwo muss doch da ein Punkt sein. Erzähl doch nicht. Das schaut ganz, ganz grandios aus. Warte mal, ich muss das, glaube ich, nochmal anders machen an der Stelle. Und zwar, wir machen das Ding hier mal aus. Vielleicht kriegen wir dann unseren Punkt. Nope. Ja, wenigstens so. So ist in Ordnung. So würde es mir schon mal ganz gut gefallen. Hier machen wir dasselbe Spiel wieder. Oh, Moment. Das ist jetzt... Warum geht das denn jetzt nicht? Ich bin gerade mal am Schauen. So ist es gut. Okay. So ist es in Ordnung. Und jetzt müssen wir hier mit einer Autobahn... Beziehungsweise, ich überlege gerade, ob es eine Autobahn sein muss. Jetzt müssen wir uns hier überlegen, wie wir das machen. Dass wir irgendwie auf diese Autobahnstrecke draufkommen könnten. Beziehungsweise hier auch abkommen könnten. Und das wird jetzt extrem schwierig. Da einen Anschluss zu bekommen, der hier auch wirklich reinkommt. Weil wir kommen, ihr könnt, ich kann euch das mal kurz zeigen. Egal wie wir es machen, wir müssen hier irgendwie drüber. Und das ist jetzt der Nachteil an dieser Konstellation hier. Denn wir müssen irgendwie schauen, dass wir hier eine Abfahrt bekommen. Jetzt ist aber hier alles voll. Das ist ein bisschen zu knapp dran. Und hier wegzukommen ist eine ganz, ganz, ganz grandiose Scheiße. Ich glaube, wir kommen hier, egal wie wir es machen, auch nicht wirklich weg. Das bedeutet, wir müssen uns jetzt was anderes überlegen an der Stelle. Wie kriegen wir die Autobahn so hin, dass die hier drüber geht? Jetzt habe ich eine Idee, aber ob die funktioniert, kann ich euch nicht versprechen, Freunde. Das ist echt ein bisschen hardcore. Das ist ein bisschen hardcore, was ich jetzt probiere. Kein Scheiß. So, jetzt gehe ich um 1 runter. Lang runter. Bitte ohne so ein Teil. Jetzt versuche ich hier ranzukommen. Also das heißt, hier nochmal um 1 runter. So. Das ist die aufleitende Strecke. Und jetzt müssen wir mal gucken, ob wir das hinbekommen, dass der einen Anschluss hier bekommt. Der Ort ist bereits belegt. Bin mal gespannt, ob das so funktioniert. Das natürlich schaut natürlich extrem doof aus, ne? Also warte mal. Also ich glaube, nutzen würden sie den jetzt so wie er ist schon. Aber nicht schön. So, kriege ich den hier irgendwie ran, den Bogen.
so ist es jetzt halbwegs okay. Halbwegs in Ordnung. Gleiches Spiel machen wir auf der anderen Seite auch irgendwie, aber da müssen wir uns mal gucken, wie wir das da hier rausbekommen, ohne dass der uns um die Ohren fliegt. Also wir müssen auf jeden Fall hier die Höhe 3 haben. Beziehungsweise hier kann noch 2 sein. Und dann hochgehen. Weil wir müssen ja auch hier irgendwie über die Autobahn drüber kommen. Was gar nicht so einfach ist. Weil wir hier einen Punkt brauchen. Und den Punkt kriegen wir nur, wenn wir... Warte mal, da müssen wir weiter hier rüber. Ich will möglichst nicht diese Brückenteile haben. Ja, hier wird es echt zum Problem. Hier kommen wir nämlich nicht anständig rein. Dieser Ort ist bereits belegt, aber wir kommen da theoretisch drüber. Es ist jetzt echt mühsam. Aber nicht unmöglich. Wenn ich jetzt hier drüber gehe, das funktioniert hier an der Stelle nicht mehr. Okay. Das ist halt jetzt megamäßig, ne? Also das ist jetzt echt schon megamäßig. Warte mal kurz, jetzt müssen wir hier raus. Ich schaue halt, dass ich es halbwegs hinbekomme, ohne dass es saudoof aussieht. Also das ist halt jetzt so ein bisschen Spielerei. Wo blockiert der hier? Ach, an dem Ausgangspunkt. Ah. So knapp ran. Und dann hier rüber. Dann müssen wir mal um 1 hoch. Okay, das würde so ganz halbwegs funktionieren. Das würde schon so funktionieren. Jetzt pass auf, jetzt machen wir mal Folgendes. Ich probiere jetzt mal was aus. Und wenn ich, und zwar, wenn ich den hier runterleite, geht der da? Der braucht einen Punkt. Aber den könnte er hier bekommen. Das ist halt super blöd, dass der genau da, wo er raus soll. Weil den hier drauf zu leiten, ist hardcore, ne? Also ihr seht schon, das kann so gar nicht anständig funktionieren. Beziehungsweise es könnte schon anständig funktionieren. Können wir den noch ein bisschen... Warte mal. Wir müssen den aber ein bisschen bogenlastiger machen. Warte mal. Die kommen jetzt da drauf, die von nach oben wollen. Das heißt, die nach unten wollen, müssen jetzt erstmal so einen Ausgang finden. War, finden sie den... Also wir könnten, wie gesagt, einmal hier drauf gehen. Wenn ich das hier irgendwie halbwegs hinbekomme. Warte mal, wir könnten auch den einfach nach oben anschließen. Wenn wir den hier rüber leiten. Dann muss aber nochmal, muss aber in die Höhe gehen. Dann hoffe ich, dass wir den hier irgendwie auf die Autobahn hier oben drauf bekommen. Okay. Das gleiche Spiel müssen wir natürlich mit dem anderen auch machen. Jetzt müssen wir hier rauskommen. Aber das ist ein bisschen zu arg weit runter. Oh, ja, ja, ja. Die blöden Sirenen, ey. Das ist zu weit oben. Der muss gleich um eine Ebene abfallen. Das ist halt jetzt ein bisschen schwierig, Freunde. Also, ich bin auch gespannt, was ihr dazu sagt. Aber es ist halt nicht unbedingt einfach, sowas zu bauen. Vor allem nicht über mehrere Ebenen und dann auch noch so kompliziert dann runterwärts. Das fordert gerade ein bisschen mehr Liebe als sonst. Die Felle ist zu steil. Ja, das kriegen wir hin. So, jetzt muss ich mal ganz kurz an der Stelle gucken. Der hier leitet
in die Richtung nach oben weg. Das heißt, der hier muss irgendwie angeschlossen werden, dass der nach unten wegleitet. Das heißt, hier drauf. Und das ist die Problematik jetzt gerade. Das heißt, wir müssen den jetzt erstmal so hinbekommen, dass der hier einen Bogen macht. Und dann am besten hier drauf geht. Das heißt, ich hab jetzt gerade so einen kleinen Plan. Weiß jetzt aber nicht, ob das so funktioniert. Wir müssen den mal kurz hier bauen. Wäre natürlich grandios, wenn das funktionieren würde, aber es ist noch zu hoch. Der ist zu hoch, der braucht einen zu großen Bogen. Das heißt, wir gehen jetzt mit... Boah, Gott! Die Fälle ist hier in dem Fall zu steil. Welcher Höhe sind wir denn? Können wir noch eine runter? Oder ist das dann schon ganz unten? Das ist schon ganz unten, okay. Wir könnten auch mal versuchen von der anderen Seite. Oder von vielleicht ohne... Ja, der versucht gleich auf die Autobahn drauf zu leiten. Und kriegt dann eine Kollision hier, weil das halt echt zu knapp ist, ne? So, von der anderen Seite hier kommen wir auch nicht anständig rein und dann kommt gleich die Brücke, ne? Also das ist auch nicht so super. Ja, das kriegen wir so nicht hin, Freunde. Das kriegen wir so nicht hin. Da müssten wir uns was anderes überlegen. Wir könnten jetzt Folgendes tun. Und zwar, um in die andere Richtung zu kommen, reicht es ja auch eigentlich, wenn wir den von hier oben hier runterleiten, oder? Genau wie der unten drunter ja auch. Wenn wir hier einfach weggehen und den hier draufleiten, dann müsste der doch auch eine Abfahrt haben. Dann könnten wir uns die hier oben sparen. Zumindest den einen Teil davon. So. Das ist natürlich kompliziert. Hier unten drunter ist ein Autobahnkreuz. Drüber gehen zwei Autobahnen. Und ganz oben drüber geht auch nochmal eine Autobahn. Das ist natürlich grandios, ne? So, jetzt müssen wir vielleicht irgendwie gucken, was auch eine Idee wäre. Wir müssen natürlich jetzt auch schauen, dass die, die hier oben eh schon lang fahren, dass die jetzt auch hier oben drauf kommen. Beziehungsweise, dass... Die von hier kommend auch irgendeine Möglichkeit haben, hier oben drauf zu kommen. Beziehungsweise, nee, Moment, das ist rausfahrend. Reinfahren müssen wir die hinbekommen. Haben wir auf der Seite schon? Mal gucken, dass wir das so hinbekommen. Ja, das ist natürlich ganz, ganz hardcore. Nee, warte mal, das müssen wir anders machen. Das gefällt mir jetzt vom Aufbau her nicht mehr. Ich weiß, es ist jetzt nicht unbedingt gerade spannend für euch, wenn ihr mir beim Planen zuschaut. Aber ich finde, es ist auch mal ganz cool, wenn man so ein bisschen zusammenplant. Jetzt müssen wir mal gerade gucken. Der braucht einen eigenen... Oh, der braucht einen eigenen Teil hier. Ja, aber so kriegen wir es hin. So, ist natürlich ganz schönes Gewusel. Also, jetzt mal kurze Überprüfung, Freunde. Die, die raus wollen, können auf die Richtung Osten hier. Und können auf die Richtung Westen. Das soll ja eigentlich nur eine Abfahrt und eine Auffahrt werden. Mehr nicht, die sollen hier nicht groß wenden können. Das ist mir auch völlig boogie. Ja? Wenn die da nicht hinwollen, dann haben sie Pech gehabt. So, und die, die reinkommen wollen, können von der Straße, die hier führt, reinfahren von der Autobahn und von der Autobahn, die hier reinführt. Also reinkommend ginge auch. So, und hier das nutzen scheinbar auch die ersten schon. Zumindest fahren hier auch einige ab. Das ist mir in Ordnung. Der Kreisel entspannt sich. Hier ist auch weniger Verkehr auf dem Kreisel. Und der zweite Kreisel, der hier oben drauf liegt... Der macht eigentlich auch einen ganz guten Eindruck, wenn ihr mich fragt. Mal gucken.
Mann, müssen wir uns mal anschauen. Na, es ist gut. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir das ins Bild bekommen. Das glaubt mir ja sonst keiner. Oh, super. Dafür ein Autobahn über Autobahn. Also das ist schon echt eine harte Nummer. Also das ist echt eine harte Nummer. Aber auf der Autobahn selber weniger Stau. Gar kein Stau mehr eigentlich. Jetzt können wir uns das ganze Ding mal angucken, ob das, was wir gemacht haben, so wirr es auch aussehen mag, ob das einen Effekt hat. Und ja, es hat einen Effekt. Die Autobahn insgesamt ist fast leer. Wir haben hier noch ein bisschen Stau. Den haben wir allerdings immer schon gehabt. Aber der ist auch wesentlich unstressiger. Der Innenstadtkreisel ist auch unstressig. Hier der Kreisel, der macht mir immer ein bisschen Sorgen. Aber das ist halt ein bisschen, das liegt an der Größe. Den müsste man komplett größer machen. Der ist in Ordnung. Der Stau insgesamt schaut gut aus. Hier oben haben wir ein bisschen was. Hier oben ist halt viel Verkehr in die City. Hier auf den Schienen ist auch mega, mega Stau. Und wir haben hier den Stau auf der Auffahrt. Aber das geht. Der Kreisel hier ist unkritisch. Gut, hier müssen sie sich halt draufstauen, hier müssen sie runter. Das ist halt alles so eine Sache. Aber ansonsten ist dieser wirre Kreisel ist echt eine feine Geschichte hier. Hier hinten gar nichts, alles unspektakulär. Selbst am Hafengebiet schaut es gut aus. Bin ich eigentlich ganz groß Fan von, Freunde. Und damit würde ich sagen, so schnell die Zeit auch vergangen ist mit dem Kreiselbau, ist es auch schon wieder vorbei für heute. Ja, denn wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich danke euch fürs Zuschauen. Habt eine schöne Zeit. Lasst euch gut gehen. Euer Zwerg auf ZwergTube. Tschüss.